Ich könnte mit verbundenen Augen gegen dich kämpfen. Oh. Und jetzt spür meinen Gegenangriff. Bravo, Gawain. Das nenne ich vollendete Schwertkunst. Du wirst ein großer Ritter werden. Hör auf, Merlin. Und hört die Kunde vom großen König. Glaubst du ernsthaft, Merlin ist enttäuscht von dir wegen einer Niederlage beim Training? Ich war mies und nicht der große König, den Merlin in mir sieht. Ich muss eine große Tat vollbringen und mich dadurch beweisen. Ha, wohlan, das Buch der großen Aufgaben. Finde den berühmten Zauberer, der mit einem Furz den schwarzen Drachen von Cornwall verscheucht hat. Nun, ich habe doch noch einen zweiten Versuch, okay? Finde die Krone des größten Königs aller Zeiten. Ach, das ist gut. Sehr gut, auf geht's. Ich sag den anderen Bescheid. Warte, das ist eine Prüfung für mich, Guinevere. Ich muss das alleine schaffen, verstehst du? Ich... Das ist sehr waghalsig, Arthur. Aber wenn du dich bereit fühlst, diese Suche zu wagen, hast du meine Zustimmung. Um dir zu helfen, gebe ich dir zwei Waffen. Eine zur Überwindung der Illusion. Und die andere ist die mächtigste Waffe, die ein König besitzen kann. Sie wird im richtigen Moment von allein zu dir kommen. Du wirst sie auf jeden Fall erkennen und wissen, wie man sie richtig einsetzt. Geh, mein Junge. Gute Reise. Na dann los und hör auf, so dumm zu grinsen. Ich erklär's unseren Freunden. Meine Herren, ihr seht jetzt die beste Technik einer Lanze. Auszuweichen. Da war wohl dein großer Kopf im Weg. Seit Merlins Kompliment heute Morgen wird er immer größer. Hey Kinder, ich habe eine wichtige Mission für euch. Eine magische Kreatur beunruhigt die Bauern im Norden unseres Landes. Versucht mehr zu erfahren und wenn möglich behebt das Problem. Oh je, mir wird ganz schwindelig. Zähl auf uns, Merlin. Wir ziehen sofort ins Feld. Erzählen wir es Arthur. Nicht nötig. Er ist auf einer anderen Mission. Ich erzähle euch die Details auf dem Weg. Gehen wir los. Am Ausgang des Feenweges meldet sich der Ritter mit lauter Stimme an. Ich bin Arthur von Camelot und ich habe die Absicht, die Krone des größten Königs aller Zeiten zu finden. Nicht besonders kompliziert, finde ich. Oh. Hey. Ach, was soll das, mich einfach so zu treten? Ich bin Peleas. Es ist schön, mal mit jemandem sprechen zu können. Nun, du suchst die Krone also auch, mein Junge? Ich habe im selben Alter angefangen wie du. Ich wollte meinen Wert beweisen. Letzte Woche wurde ich 100 Jahre alt und habe immer noch keine Krone. Also ich geb's auf, hab keine Kraft mehr. Aber ich kann dir helfen, wenn du willst. Danke für dein Angebot, Peleas. Aber das ist meine Prüfung. Ich muss es alleine schaffen. Lass mich dich wenigstens begleiten. Ich hab alles für diese Suche geopfert. Ist ja gut, schon gut. Aber nicht helfen. Ja, nein. Um den Turm zu rufen, muss ich die magische Pfeife finden am Fuße des Greifen aus Stein. Exakt, ich kann dir sogar sagen. Hm? Ist gut, nichts. Ich sag gar nichts. Ja. Ist doch nicht seine Schuld, dass er den Kampf verloren hat. Das war unvermeidlich. Ich bin der Beste. Das weiß doch jeder. Er will, dass Merlin stolz auf ihn ist. Das ist alles. Wie ich mit meinem Großvater. Nur wegen ihm war ich damit einverstanden, nach Camelot zu gehen. Schluss. Ab sofort kein Palaver. Unsere Mission ist überaus wichtig. Verlieren wir keine Zeit. Also, werte Ritter, immer mir nach. Jeha! Nach Norden geht's da lang.
So ein dichter Nebel, man könnte fast denken, dieser Greif ist eine Illusion. Hey, ich habe doch eine Waffe, um die Illusion zu besiegen. Dieses Glück hatte ich nicht. Du musst besser auf deine Tasche mit dem Proviant aufpassen. Seit Jahren hatte ich nur Wurzeln zu essen. Ich hatte das Gefühl, du hast mir nicht verziehen, dass ich deine Vorräte heimlich aufgegessen habe. Also habe ich versucht, ein Wildschwein zu jagen. Natürlich kannst du bleiben. Und ich verspreche, ich werde nicht mehr böse auf dich sein. Aber bitte keine Dummheiten mehr, ja? Ja. Peleas, was hast du jetzt wieder gemacht? Ich habe gar nichts gemacht, Ziehe. Vielleicht ist das ja auch nur eine Illusion. Aua. Dann los. Man muss die Runen aktivieren, die in alter Sprache das Wort Kron ergeben, was so viel heißt wie Krone. Einfach. Einfach für den, der die Runen versteht. Aber da ist nichts. Wieso ist da nichts? Oh, du weißt ganz schön viel für dein Alter. Keine Hilfe, hast du gesagt. Ich hab dich suchen lassen. Nichts zu machen. Oh ja, das ist das Problem, wenn man ein Schwächling ist. Oh. Wie sollen wir wissen, ob das eine Illusion ist oder nicht? Ja. Warum hast du das gemacht? Wir hätten ihn doch einfach im Schlaf überrumpeln können. Hä? Ohne zu kämpfen? Ha, welcher Ritter macht denn sowas? Merlin hat uns gebeten, das Problem zu lösen. Und das machen wir jetzt. Attacke! Ich bin ungenießbar und ich brenne auch schlecht. Attacke! 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 Ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen kann. Ganz allein ist es unmöglich. Man braucht einen starken Charakter, um weiterzumachen. Und den hat nun mal nicht jeder. Du hast recht. Ich muss beharrlich sein. Ich gehe alles noch mal durch. Jetzt blitzt meine Freunde? Aber was machen die? Ja, reg dich nicht auf, Junge. Das ist nur noch eine Illusion. Stimmt, die können unmöglich hier sein. Gut, wo war ich? Aber irgendwas war anders an dieser Illusion. Der Ton. Illusionen sind sonst immer stumm. Aber dann waren das ja wirklich meine Freunde. Die Chance und flieht. Ich nutze die Chance, aber um es zu beenden. Lieber sterben als aufgeben. Denk doch mal nach, um Himmels Willen. Wenn du die Pfeife verlierst, verlierst du den Turm und die Krone. Ich kann auch leben ohne die Krone, aber nicht ohne meine Freunde. Und das war die richtige Wahl, Arthur. Alles andere wäre auch Wahnsinn. Durch das Bestehen der Prüfungen in Güte, Beharrlichkeit, Mut und Freundschaft hast du bewiesen, dass du der Krone würdig bist. Im Gegensatz zum alten Peleas hast du eine beeindruckende Waffe, Arthur. Die mächtigste, die ein König haben kann. Wenn du sie erkennst und verwendest, kannst du das Tor öffnen, bevor der Turm verschwindet. Ja.
Merlin sagte dasselbe über eine Waffe, die er mir im rechten Moment geben würde. Was macht ihr überhaupt hier? Und warum zur Hölle greift ihr einen Lindwurm an? Merlin hat uns darum gebeten, ihn zu finden. Ich dachte, ich könnte ihn allein besiegen und habe uns alle in Gefahr gebracht. Och nee, wie blöd. Ja. Nein, ich, nicht du, Gawain. Die beeindruckende Waffe von Merlin seid ihr, meine Gefährten der Tafelrunde. Wenn ihr mir eure Hilfe anbietet beim Öffnen der Tür dieses Turms, sage ich nicht nein. Gehst du rein oder wartest du, bis der Turm wieder verdampft? Danke für deine Hilfe. Ich wusste, eines Tages muss Arthur diese schwierige Aufgabe meistern. Aber ich hätte nicht gedacht, er wäre dabei noch so jung. Er überrascht mich immer wieder. Ein würdiger Schüler seines Mentors. Auf den zukünftigen großen König! Hip, 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 hurra!